Gude, ich bin André und ihr seht ausgeklickt. Heute sind wir im dritten Rennen der Swift Racing League zu Gast in Richmond. Die Teams erwarten zwei Runden mit insgesamt 8 Punktewertungen, 2 Sprints und 2 Bergwertungen je Runde. Für die Top 3 Fahrer über die Linie bei jeder Wertung gibt es 3, 2 bzw. 1 Punkt. Zusammen mit den Punkten aus dem Zieleinlauf werden dann wieder Teampunkte vergeben. 20 Punkte für den Sieger, 19 Punkte für das zweite Team und so weiter. Die Teamaufstellung ist dieselbe wie beim letzten Rennen beim Team Time Trial. Wir haben Magnus am Start, Heli, Michael Schübe, Jan Jöcke, Michael Michael und Jan Bürger auf diesem anspruchsvollen Kurs. Noch wenige Sekunden bis zum Start und wir schalten direkt ins Teamcar. Herzlich willkommen hier im Teamcar zu Rennen Nummer 3 der Swift Racing League. Ich freue mich schon richtig. Es wird ein spannendes Rennen, das glaube ich, weil der Kurs sehr anspruchsvoll ist. Und wir begleiten die Kirchmeier-Bibis wieder auf ihrer Jagd nach Punkten und natürlich Bestzeiten, hoffentlich einem Sieg. Viel Erfolg, ich glaube an euch. Los geht's. Wir fahren hier mit Michael mit, der hier 600-700 Watt treten muss, um mit dem Feld zusammen aus dem Startblock zu kommen. Und während wir dem Feld hier zuschauen, wie es in der Startphase ordentlich Tempo macht, noch ein paar Worte zu diesem dritten Rennen. Wir haben jetzt ja neue Gegner, denn auf Basis der ersten beiden Rennen wurden ja die stärksten Teams zusammengewürfelt neu. Deswegen wird das hier wahrscheinlich ein ganz, ganz hartes Rennen werden. Das Feld schlägt wirklich ein sehr hohes Tempo an und es geht hier mit 55 km pro Stunde auf den ersten Sprint zu. Und da werden auch schon die ersten Power-Ups gezückt. Alle wollen Erster sein hier an dieser Sprintwertung. Und wir schauen mal. Tief Sea Defenders auf Platz 1, Sleipner Platz 2 und Wolfpack 10 bekommt einen Punkt. Wir sind also leider nicht dabei. Aber bei so vielen Sprint- und Bergwertungen hat man ja schon bald die nächste Chance. Und die nächste kommt auch gleich. Ja, Magnus, durchziehen. Sieht gut aus. Das packst du, du hast einen riesen Vorsprung. Ich glaube, den holst du dir. Und so ist es in der Tat. Den hat er sich geholt. 3 Punkte für uns, für die Kirchmeier Bibis, danach Sleipner und auch auf dem dritten Platz Sleipner. Es geht Schlag auf Schlag. Man hat den Eindruck, dieses Rennen besteht nur aus Punktewertungen. Wir fahren jetzt auf Libby Hill zu. Alle Power-Ups werden hier schon gezückt. Ganz schön früh an dem Anstieg, finde ich. Und wir schauen mal vorne, geht der Kampf los. Heli ist im Moment schon auf Platz 3. Ah, jetzt ist er auf Platz 2, also ist hier ganz stark im Rennen, zückt auch sein Power-Up. Noch wenige Meter bis zum Ziel. Und super, Heli auf Platz 2, holt 2 Punkte für die Kirchmeier Bibis, Gleipnir auf Platz 1 und Cryogen Glendon holt auch noch einen Punkt. Nach diesem Anstieg geht es für eine kleine Strecke flach dahin und dann geht es in eine Abfahrt und ja, dann kommt auch schon wieder der nächste Anstieg und das Feld zieht sich jetzt hier richtig weit auseinander und es bildet sich eine Spitzengruppe und boah, schaut mal, hier geht es mit 500-600 Watt hier den Berg hoch mit 40 Kilometern pro Stunde und das ist eine richtige Rampe und Magnus setzt da an links, um an den anderen vorbeizuziehen. Alle Sprinten geben ihr Bestes da in dieser zweiten Bergwertung in der ersten Runde und klasse. Magnus holt sich 3 Punkte für uns, für die Kirchmeier Bibis und danach Valhalla auf Platz 2 und die Winded Warriors auf Platz 3.
Wir nähern uns dem Ende der ersten Runde. Zeit, einmal zu rekapitulieren, wie gerade der Stand ist. Aber wir sind trotzdem vorne noch gut vertreten, Leute. Ich glaube, der Jan Bürger war vorne auf Platz 38, habe ich gesehen, in der Gruppe da dahinter, hinter euch, also in der Spitzengruppe. Und wir haben Magnus vorne, wir haben Jan vorne, Heli ist mit vorne dabei in der Spitzengruppe. Genau, Jan Bürger ist 32. im Moment auf Swift Power. Michael Schübel ist 49. Wir sind in der Spitzengruppe am stärksten vertreten. Vikings sind auch noch ganz okay, aber drei Leute in der Spitzengruppe ist schon mal klasse, Leute. Da sind wir ganz weit vorne im Vergleich zu den anderen. Während wir hier die Verfolgergruppe anschauen, nähern wir uns dem ersten Sprint in der zweiten Runde. Und jetzt geht es schon so richtig, glaube ich, an die Substanz. Hier nochmal dann diese Sprints rauszuholen, nochmal alles zu geben, ist ein gutes Intervalltraining. Im Gegensatz zum ersten Sprint in der ersten Runde schafft es Magnus hier noch einen Punkt zu holen auf dem dritten Platz. Wir waren jetzt also in jeder Punktewertung vertreten, außer dem allerersten Sprint. Wir sammeln also hier kräftig Punkte für die Gesamtwertung. Eine der großen Schwierigkeiten, das muss man sagen, ist, dass man während des Rennens live nicht genau sieht, wie viele Punkte jeder geholt hat. Diese schicken Einblendungen, die kann ich erst euch nachliefern. Während des Rennens ist man da ein Stück weit im Dunkeln, was tatsächlich den Punktestand angeht. Die Spitzengruppe ist auch gerade schon wieder am zweiten Sprint in der zweiten Runde vorbeigekommen. Und ja, erfreulicherweise hat Magnus hier wieder zwei Punkte für uns geholt. Nidhogg hat 3 Punkte und die TFC Defenders 1 Punkt. Aber da es hier Schlag auf Schlag geht, haben wir gar keine Zeit, uns mit solchen Details zu beschäftigen, denn wir sind hier am ersten Kommen in der zweiten Runde. Super, Heli. Zieh durch. Sieht gut aus. Die holst du dir die 2 Punkte. Los, komm. Sehr gut, saugeil. Wie in der ersten Runde holt Heli hier am Libby Hillcom wieder 2 Punkte. Also es läuft sehr gut. Wir haben damit insgesamt schon 13 Bonuspunkte gesammelt. Steht also noch die finale Wertung an der 23rd Street aus. Die wird jetzt ausgefahren und jetzt wird nochmal alles gegeben. Ihr seht, alle sprinten hier wieder hoch mit 50, 40 Sachen hier, diese Rampe hoch. Wahnsinn. Ah, stark, Magnus. Das holst du dir, das sieht gut aus. Das schaffst du. Durchziehen, dann hast du es. Ach, 2 Punkte, glaube ich, oder? Ganz genau so war es. 2 Punkte hat Magnus geholt. Und wie viel uns diese Bonuspunkte am Ende nützen, das sehen wir am Ende. Und das Ende kommt auch gleich, denn wir sind fast im Ziel. Das Feld zieht sich jetzt noch einmal auseinander, aber ihr seht, alle kommen wieder zusammen. Und spätestens an diesem letzten Anstieg, wie ihr jetzt seht, sind alle gemeinsam beisammen. Wir haben noch alle Fahrer in der Spitzengruppe und da vorne wird schon der Sprint eröffnet. Aber wir sind da leider nicht mit dabei. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass ihr was seht. Da vorne fährt der Erste über die Linie und dann kommen wir. Als Erstes kommt der Heli, da ist er, und Magnus knapp dahinter. Mann, oh Mann, ganz schön anstrengend, da den Überblick zu behalten. Wir schauen uns mal an, wie unser Team abgeschnitten hat. Heli auf Platz 12 hat noch 4 Bonuspunkte geholt. Magnus auf Platz 14 mit 11 Bonuspunkten. Klasse. Dann Jan Jöckel auf Platz 20, Jan Bürger 40, Michael Schübel Platz 45 und Michael auf Platz 95. Das heißt für uns, mit 65 Punkten holen wir uns den Sieg im Rennen und haben nach 3 Rennen 60 Punkte insgesamt. Auf Platz 6 seht ihr Gleipnir, die sind aber insgesamt nach 3 Rennen auf Rang 2 mit 52 Punkten. Und die zweite in diesem Rennen, Fusru Bourgogne, haben 46 Punkte im Teamscore und sind auf Rang 3. Und das war's auch schon. Die Bibis sagen Tschüss, Servus und Bye Bye.